wird das immer so bleiben, dass der Mensch am Ende irgendwie in einem Krieg endet, wenn es jetzt mal, dass es immer diese kriegerischen Zyklen gibt? Oder ist Hoffnung dafür, dass der Mensch irgendwann erkennt, ich mache da nicht mehr mit? Es gibt ja dieses Sprichwort, ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also ich gehe mal davon aus, dass es die nächsten Jahrzehnte sich das sukzessive in den geistigen, in den virtuellen Raum verlagern wird. Das heißt, so diese Schlachten, die wir jetzt aktuell ja wirklich noch mit Panzern und Granaten haben, die werden eher dann der Vergangenheit angehören. Aber im virtuellen Raum, da wird es natürlich genauso heiß hergehen. Ja? Das wird genauso Existenzen vernichten und so weiter. Nur, da sind wir auf einer anderen Ebene. Ja? Das ist dann eigentlich nicht mehr der menschliche Körper dann das Problem, sondern eben der menschliche Geist, der dann hier so zur Versehrung gelangt. Und jetzt mal grundsätzlich sehe ich für die zweite Hälfte der 2020er Jahre doch wieder eine starke Aufschwungphase aus diesem Tal heraus, wo wir momentan drin sind. Ja, also so ein bisschen so, du hattest davor das Beispiel gebracht, Fall des Eisernen Vorhangs 1989, ja, wo hier, gerade hier in Dresden auch so viel geleistet wurde für die Freiheit. Ja, also sowas sehe ich für die zweite Hälfte der 2020er Jahre wieder auf uns zukommen. Ja, da wird das Ganze dann rasant an Geschwindigkeit zunehmen. Es ist wie das Aufbauen. Bis 2030 ungefähr sehe ich den Aufbau. Ja, genau. Und wir sind uns sowieso immer einig, das ist ja herrlich. du hast was erwähnt. Und zwar, die Kriege werden sich verändern. Und das sehe ich nämlich auch. Also dieses ich schicke mal Kriegsschiffe hin, um meine Macht zu demonstrieren, das gibt's dann nicht mehr. Ja? Aber was im nächsten Jahr auch beginnen wird, ist diese Cyber. Genau, Cyberkriminalität, ganz ein großes Thema 2024. Ja, ganz groß. Also ich sehe das auch. Und vor allem auch, und da kommt auch die Wertigkeit oder die Währung ins Spiel, ja, Krypto. Ja, das wird der nächste große Boom werden nächstes Jahr. Ja. Aber gleichermaßen im Parallel, die gehen parallel miteinander, also die Kryptowährung und dann die Cyberkriminalität. Also es wird ein spannendes Spiel, es wird ein spannendes Rennen werden. Wir sind ja als quasi alternative Journalisten, sehen wir quasi die Blockchain des Journalismus, dezentralisiert. Ja, nein, ich meine, ich möchte schon noch ein bisschen challengen, herausfordern, was sie sagt, dass die konventionellen Kriege einfach so aufhören. Ich meine, jetzt die Erfahrung, die wir jetzt haben, ist ja genau das Gegenteil. Genau. Wir stellen ja fest, dass wir mit Panzern kriegen und die verdammten Illusionen, wenn ich das so sagen darf, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, so wie die Armeen kaputt gespart haben, gesagt haben, die braucht es einfach nicht mehr. In der Schweiz gab es die sogenannte Aufwuchsdoktrin, so nannte man das, offizielle Militärstrategie der Schweiz, die hieß, ein Konflikt, den sehen wir 10 Jahre vorher voraus, wir können abrüsten, wir haben dann schon Zeit, wieder aufzurüsten. Das ist der völlige Bullshit. Du musst doch bereit sein, um das Land selber zu verteidigen, für alle Eventualitäten, da musst du immer bereit sein. Das macht es ja gerade aus, dass du das Überraschende eben auch mitdenkst und das Unerwartete. Und diese Trägheit quasi, dass man denkt, ja, jetzt einfach, weil es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa stimmt ja nicht mal, es gab auch Jugoslawienkrieg und so weiter, nicht mehr so Kriege gegeben hat, dass man jetzt denkt, jetzt sei der ewige Friede ausgebrochen, das ist für mich völlig illusionär. Aber jetzt allein schon der Ukraine-Krieg ist ja, der ist ja jetzt schon ein Hybridkrieg, ja. Das eine ist, was wir dort an Gemetzel sehen, aber der wahre Krieg findet ja im Hintergrund statt, ja. Das sind eben so Dinge wie Desinformation, Demoralisierung durch Streuung von Fehlmeldungen beispielsweise. Das entwickelt sich schon weit, aber ich meine, es ist immer noch, dieses Konfliktpotenzial ist da und die Waffen sind da. Und ich meine, aber das wird sich immer mehr, meiner Meinung nach, wird sich das immer mehr in virtuellen Raum verlagern. Klar, also. Nicht mehr mit Menschenleben. Ja, aber eben, wenn man Kinder tun sich ja gern in ihren Online spielen, in den virtuellen gegenseitig dann vielleicht abballern. Ja, das ist genauso dieser Kriegstrieb dann, dass er aber dann auf eine eher konstruktive Art ausgelebt werden kann. Die materiellen Schlachten, das wird dann so ab den 2040er Jahren eher dann die Eroberung des Weltenraums werden. Ja, also ich denke, dass da man sich sagt, okay, warum soll man eigentlich so viele Billionen verschwenden, um uns gegenseitig abzumetzeln? Lass uns doch da jetzt doch mal zum Mars fliegen beispielsweise oder solche Dinge unternehmen, eine Mondkolonie bauen. Da wird man dann diesen, ist natürlich dieselbe Energie, die dahinter steckt. Also auch dieser Wettbewerbstrieb, ja, und andere übertrumpfen wollen. Aber das wird immer mehr konstruktive Kanalisierungen finden.
Also wir müssen noch mal 2045 oder so zusammenkommen hier an diesem Tisch, da können wir es beurteilen. Ich habe neulich gelesen, dass ein englischer Physiker gesagt hat, dass also wir seien wahrscheinlich sowieso nur eine Computersimulation. Die Matrix. Die Matrix, genau. Das ist auch nochmal eine spannende These. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.